Hallo, liebe Freunde, und eine wunderschöne gute Nacht wünsche ich euch aus dem Sumpf, zumindest was aus dem Sumpf auch übrig geblieben ist. Und bei Let's Play The Witcher in der letzten Folge haben wir Teile von Rabes Rüstung gefunden. Das ist ja eine große Quest, wir brauchen diese neue Rüstung und müssen dazu für Teile aus dem Sumpf beschaffen. Die erste haben wir in der letzten Folge geholt. Jetzt geht es weiter, denn wir müssen auch noch ein gnomisches Gerät finden. Das ist eine weitere Teilquest davon. Und die befindet sich in der alten Mine. Und da müssen wir leider wieder ein ganzes Stück laufen. Aber andererseits kommen wir da, denke ich, schnell hin, wenn wir uns beeilen. Und schauen dann, was in der alten Mine so ist. Ich glaube, das ist der Teilabschnitt dieser Quest, wo wir unsere Zauber wirken müssen. Hat ja der Schmied gesagt. Er sagt ja das in einer Kombination. Und darum kümmern wir uns dann als nächstes, liebe Freunde. Jetzt müssen wir erstmal versuchen, einen richtigen Weg zu finden zur alten Mine. Durch die Horden von Monstern durch. Jetzt habe ich mich schon wieder ein bisschen verlaufen gerade. Man sieht hier auch nicht so recht, wo man lang muss. Auch ein Kreis der Macht gibt es auch im Sumpf. Was gibt es im Sumpf denn bitte nicht? Hier irgendwo muss die Mine sein. Okay. Bring it on. Wow. Geralt hat die Moves mittlerweile echt drauf. Aber jetzt schnell in die alte Mine rein. Oh Gott, Kikimoren! Ah, Kikimoren sind auch wieder da. Und ein Leichnam. Der hat Ohrens bei sich. Und viel Fett. Viel Fett, das wir nicht benutzen. Ach, da ist noch eine Kikimoren-Arbeiterin. Noch eine. Keine Konkurrenz. Diese Viecher. Zum Glück, wir haben ja auch... Was? Inventar ist voll? Tatsächlich. Wow. Wir schmeißen jetzt einfach mal ein paar Bücher und so weg. Bis ich die verkauft habe, das dauert eh wieder Jahre. Aber ich glaube, dass die meinen das andere, das Alchemie-Inventar ist voll. Krass, ich kann keine Zutaten mehr nehmen. Was ist das? Kikimorenklaue, wo haben wir das denn hier? Ich finde das gerade gar nicht, Freunde. Auf jeden Fall haben wir davon genug, aus irgendeinem Grund. Na dann, soll es nicht schaden. Komm schon her, Kikimoren-Arbeiter. Tut euch keinen Zwang an, liebe Freunde. Die Pilze können wir ja noch aufnehmen. Katze wirkt auch noch alles perfekt. So. Dauernd hört man irgendwelche Viecher hier. Naja. Ach da! Ein Flatterer! Ich dachte schon. Ihr habt's versucht, Leute. Wenn auch nicht mit Erfolg. Das können wir auch. Schon krass, dass wir manche Sachen einfach nicht aufnehmen können, weil wir scheinbar echt zu viel Zeug haben. Da müssen wir wirklich demnächst mal wieder meditieren, wie wir das in der letzten Folge erst gemacht haben. Das ist ja das Interessante dabei. Das haben wir doch erst gemacht. So, wo müssen wir denn jetzt hin? Ah, hier hoch.
Stein des Wanderers. Ach so, deshalb konnten wir in der letzten Folge den nicht aktivieren. Das war doch dieser mit Igni Igni Art. Es war doch Igni Igni Art. Feuer, Feuer, Wind. Wir probieren es mal kurz. Gut, ja, das dauert jetzt leider kurz wieder wegen der Ausdauer. So lange müssen wir kurz warten, Freunde. Aber ich bin mir sicher, dass es Feuer, Feuer, Wind war. Wäre blöd, wenn ich mich da jetzt täuschen würde, dass es nicht Feuer, Feuer, Wind war. Vielleicht müssen wir gar nicht volle Pulle machen. Ich glaube, wir müssen volle Pulle machen. Jetzt dürfen wir das wahrscheinlich gleich nochmal machen. Und sonst so? Was macht ihr so? Mein Gott, diese Ausdauerregeneration ist ja auch höllisch. Gut, wir brauchen das nie, aber das fällt mir jetzt gerade so auf, dass die wirklich schlimm ist. Die braucht ja ewig, nachdem man einen Zauber gemacht hat. So. Okay, ich glaube, wir müssen es nochmal machen. Und diesmal dreimal mit voller Pulle. Ich stehe sogar extra noch näher hin. Nochmal Igni. Igni zum ersten. Jetzt wieder warten, bis die Ausdauer aufgeladen ist. Oder haben wir doch vielleicht irgendwas für die Ausdauer? Ich guck kurz. Nee, Schwalbe bringt nichts. Vollmond. Katze. Weide. Wald. Ah, Waldkauz. Den können wir. Den pfeifen wir uns jetzt einfach kurz rein. Ich glaube, das ist die Premiere für den Waldkauztrank. Das zweite Mal Igni jetzt. Hä? Warum stimmt das jetzt nicht? Es war doch zweimal Igni. Jetzt und jetzt nochmal Art. Ich bin doch nicht blöd. Oder doch? Die große Frage. So, Waldkauz ist drauf. Komm schon, Art. Hau weg, die Scheiße. Hä? Sollte jetzt nicht irgendwas passieren? Hm. Das verstehe ich jetzt gerade überhaupt nicht, Freunde. Man muss doch... Steht da irgendwas in der Questanzeige? Gnomisches Gerät. Dann muss ich noch zwei Feuerzauber und einen Luftzauber auf diesen Stein wirken. Das habe ich doch gemacht. Nochmal. Igni. Jetzt hängen wir in diesem Rätsel hier fest. Ich fass es nicht, Leute. Muss das denn immer sein? Hä? Igni? Jetzt mache ich nochmal Igni. Und jetzt Art. Wenn ich es jetzt nicht schaffe, dann Leute, dann mache ich das kurz offscreen, weil sonst zieht das von der Folge zu viel Zeit ab und das wollt ihr nicht sehen, das will ich nicht sehen, weil wir wissen ja, dass es richtig ist eigentlich. Aber es funzt einfach nicht. Naja, ich mache kurz einen Cut, bis ich es geschafft habe, dann melde ich mich wieder. Bis gleich. One Eternity Later. So, liebe Freunde, da bin ich wieder und tatsächlich auf der anderen Seite endlich angekommen. Mein Gott, war das jetzt ein Prozedere mit diesem Stein? Ich musste wirklich das erste Mal in diesem gesamten Projekt das Internet zur Hilfe rufen, weil ich es einfach nicht geschafft habe mit der Kombination, obwohl es die richtige war. Aber im Internet konnte ich dann herausfinden, das erzähle ich euch jetzt noch kurz, falls ihr selber vor dem Problem mal steht,
dass man immer drei Zauber wirken muss, damit eine Reihenfolge abgeschlossen ist. Das heißt, man muss immer erst warten, bis diese drei Zauber fertig sind, bevor man neu anfangen kann und das Richtige machen kann. Und ich habe dann wohl scheinbar immer einer zu viel oder einer zu wenig gemacht und habe deshalb nie die Reihenfolge drauf gehabt. Deshalb rate ich euch, die Untertitel einzuschalten, während ihr das macht, wenn es nicht klappt. Weil da sagt Geralt immer etwas, wenn er die Dreierkombination falsch hat. Und somit weiß man dann, man kann wieder neu anfangen. So, damit wäre das endlich geschafft. Mein Gott, hier gibt es wirklich immer mehr Probleme. Ah ja, wir haben ja immer noch ein volles Inventar. Und deshalb würde ich jetzt sagen, gehen wir jetzt mal weiter und suchen das, wofür wir hier... Oh, das sind Alps. Das sind ja die, glaube ich, so ähnlich wie Bruxas. Auf jeden Fall auch keine Konkurrenz, liebe Freunde. Und wie gesagt, wir müssen ja hier... Ich weiß nicht, welchen Teil von Rabes Rüstung wir finden müssen. Oder zumindest eine Anleitung von Rabes Rüstung. Oh Gott, und das machen wir jetzt auf jeden Fall schnell. Irgendwas ist hier wieder. Ach, wieder so eine. Bisschen artgefällig. Also die Höhlen hier am Sumpf sind voller Monster, aber zum Glück gibt das bisher noch gar keine Probleme für uns. Und hier sind wir in einer alten Gruft, wahrscheinlich das Grab eines alten Ritters. Eine Erscheinung. Vielleicht ist das ja der alte Ritter. Mein Gott, diese Alps oder was das auch immer sind, die sind hier auch in Massen vertreten. Hier sind halt lauter alte Wesen. Dunkle Wesen. Können wir den Sarkophag jetzt eigentlich untersuchen oder nicht? Hier wurde doch gerade irgendwas angezeigt. Ah, hier ist doch irgendwas. Zweihändige Stahlaxt. Ja, die brauche ich nicht. Schade, ich dachte, wir können diesen Sarkophag untersuchen, Freunde. Sieht wohl nicht so aus. So. Dann geht's halt hier weiter. Ja, warum versuche ich eigentlich noch das ganze Zeug zu looten? Ein Zemetaurer! Das war mal ein Zemetaurer. Den können wir nicht mehr looten. Den Sarkophag hier können wir auch nicht. Komisch. Wir können hier relativ wenig looten in diesem Gebäude. Schade. Egal, solange wir unser gnomisches Gerät finden, wie die Quest heißt, ist ja alles gut. Vor allem nach diesem Prozedere, das wir... Da muss es sein, in der Zwergendruhe. Da kommt sicher noch ein Gegner. Vor allem nach diesem Prozedere, das wir jetzt hier durchgemacht haben. So. Ah, da kommt noch ein Gegner. Aber ist ja nur ein Flatterer. Naja, kein großes Finale, wie ich es erhofft hatte. Dafür dreimal Zwergenbrand und da ist er. Den brauchen wir doch, oder? Faser und Legierungszirkulator. Perfekt. Und Stufe aufgestiegen. Jawohl, liebe Freunde. Die möchte ich doch gar nicht, diese Fangzähne. Das ist, läuft doch jetzt mal wieder gut. Jetzt haben wir das doch noch hinbekommen mit dieser verdammten Gruft. Aber ich glaube, ich muss die Aufzeichnung des Elfenminesängers suchen. Das fehlt uns nämlich noch. Das ist das letzte Teilstück von Rabes Rüstung. Und danach müssten wir es nochmal geschafft haben, liebe Freunde. Jetzt wieder der schwierigste Part. Wir müssen wieder über diesen Stein zurück. Und ich mache es jetzt genau wie vorher. Ich stelle die Untertitel ein. Ich zeige euch gleich warum. Falls es wieder nicht funktioniert. Wir probieren es wieder mit Igni, Igni Art. Okay, Igni 1. Igni 2. Ich bewege mich nicht, Leute. Das ist, glaube ich, auch wichtig, dass man sich nicht bewegt. Sonst hat man einen anderen Standpunkt und ist vielleicht zu weit weg oder sowas.
Und jetzt die große Frage, klappt auch noch Art? Ja, jetzt hat es funktioniert, seht ihr das? Genau das halt, das war das Problem vorher. Oh Gott, bin ich froh, dass das jetzt funktioniert hat. Gleich wieder die Untertitel kurz ausschalten. Weil die brauchen wir ja nicht. Und jetzt nichts wie raus aus dieser Höhle. Davon haben wir erstmal genug. Oder ich habe davon erstmal genug. Ach, hier hinten geht's raus. Ah. Hm? Was ist das für ein Gang hier? Wow. Da ist noch ein Stein des Wanderers. Hm. Vielleicht ist dieser Stein ja gut, wenn man sich den Orden angeschlossen hat. Vielleicht muss man dann einen anderen Weg gehen. Könnte ich mir ziemlich gut vorstellen. So, wir sind wieder draußen, liebe Freunde. Wir haben den Sumpf verlassen. Ein Glück. Und wieder eine Folge abgeschlossen, die komplett... ein paar Gegner kurz noch erledigen. Wieder eine Folge, die wieder komplett dem Wahnsinn verfallen war. Es wird halt immer spannender. Wir nähern uns, glaube ich, dem Finale. Und während ich mich jetzt hier noch mit den ganzen Ertrunkenen rumschlage, würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn wir dann die letzte Gruft aufsuchen. Die Gruft der Strieger. Und wir wissen, was in dieser Gruft auch noch ist. Ada. Es bleibt spannend. In der nächsten Folge geht's weiter, Freunde. Bis dahin. Ciao.